Hallo zusammen zu einer Produktvorstellung, und zwar gibt es bei Damenpeiling Deutschland jetzt spitze Pinzetten. Die breiten Pinzetten sind ja bekannt, und bei Eigenproduktion gibt es hier diese pinken Pinzetten mit dazu, und jetzt kann man noch zusätzlich diese schwarzen spitzen Pinzetten kaufen. Es gibt ja so ähnliche bei einigen anderen Herstellern im Toolkit mit dazu, doch ich habe die probiert und muss sagen, dass ich die hier, die ist von Damenpeiling Deutschland, die ist von AliExpress, dass die etwas stabiler wirkt. Sie wirkt etwas fester, und falls man jetzt mit so einem normalen Toolkit, mit so einer normalen Toolkit-Pinzette nichts anfangen kann, sind meistens diese grauen gebogenen. Dann kann man sich noch hier eine andere spitze Pinzette mit dazu holen. Ich finde es sehr praktisch, wenn man Haare von Haustieren oder Fussel oder dergleichen von der Leinwand holen möchte oder eben von der Klebefolie. Die Breite ist ideal für Steine zum Abmachen. Wer Steine abmachen möchte, ist mit der breiten Pinzette auf jeden Fall besser bedient, denn die Spitze zerkratzt da eher die Steine. Nur da immer wieder auch gefragt wird, wo bekommt man denn so eine Spitze her? Damenpeiling Deutschland hat die jetzt ganz neu im Sortiment. Und wie gesagt, ich finde sie persönlich, mein Eindruck, ich finde sie etwas stabiler als die China-Pinzette. Und auf jeden Fall stabiler als diese Standard-Toolkit-Pinzetten, diese grauen. Ansonsten, es gibt jetzt nicht so viel dazu zu sagen, es ist eine Pinzette. Und wie ihr seht, sie ist spitz. Und hier nochmal ein Vergleich. Daneben die Breite. Aber wie gesagt, die gibt es jetzt ebenfalls als Zubehör zusätzlich zu kaufen. Ich danke recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.